Was mich in den letzten Jahren einfach auch sehr begeistert hat, ist die jiddische Musik, die Musik der osteuropäischen Juden. Und dabei ist mir auch die vor ein paar Jahren gestorbene Komponistin und Dichterin Bele Schefter-Gottesmann begegnet. Und ich möchte jetzt ihr wahrscheinlich oder eins ihrer bekanntesten Lieder singen. Das ist das Harpstlied. Und vielleicht noch ein Satz zu dieser Kiste hier. Ein paar von euch kennen es ja schon, das ist tatsächlich ein halbes Akkordeon. Das haben wir massakriert, das war mal ein ganzes. Ja, und das nennt sich Vibcordion. Und mir ist das vor einigen Jahren begegnet in Hitzacker bei einem Konzert. Da hat der Schweizer Musiker Christian Zehnder das gespielt. Und das hat mich so begeistert, dass das jetzt dabei rausgekommen ist. Harpstlied. Es ist Herbst, und was gegrint, vergeht, verwirrt. Es ist Herbst, und was geblieht, vergeht. Und ich, was ich hab gemeint, es ist ständig Frühling. Und ich halt in Hand die ganze Ewigkeit. Oh, fandige Blätter, oh, fliehendige Tag. Oh, wie will ich jetzt erblanschen, wenn's liegt gedichter Nebel auf meinem Weg. Krankenvögel sagen treurig, sei gesund dir. Rechts dem Fenster, umso klagt der Wind. Oh, wie wollt ich jetzt da weg von dannen? Zum April, wo noch der Frühling grint. Oh, faltige Blätter, oh, fliehendige Tee. Wie will ich jetzt erblanschen, wenn's liegt gedichter Nebel auf meinem Weg? Fliegt der Regen, a Galopp auf wilden Pferden, räumt mir einer Sort, er hat mich holt. Oh, faltige Blätter, oh, fliehendige Tee. Oh, wie will ich jetzt erblanschen, wenn's liegt gedichter Nebel.